Das liebe Geld, darüber unterhalten wir uns heute wieder und zwar rede ich mit Shona. Viel Spaß. So, heute unterhalten wir uns über das liebe Geld. Erzähl uns ein bisschen darüber, wofür du dein Geld ausgibst oder gibst du es überhaupt aus oder sparst du? Ja, ich gebe mein Geld für das Einkaufen aus. So, ich gehe gern, sehr gern auf Einkaufen. Aber seit 7 Monaten mache ich mein Einkaufen überhaupt online, so durch das Internet. Und ich gebe mein Geld für Bücher und Kleidung und Geschenke aus und auch für für Küchen, so ja, die für Küchenrezepte, ja, so, ja, so, nein, nicht Rezept, so, ja, so Backgüter, ja, so, also für Lebensmittel oder für für Kuchen zu machen, so, ja. Ja, so Pulver, Backpulver, Schokolade, ja, so Zucker, okay. Und so weiter. So, also Lebensmittel. Und so weiter. Nur, normale Lebensmittel, aber ja, sie sind für das Kuchen, weil ich regelmäßig Kuchen mache, so, ja. Ja, so. Ja, ich kaufe gern Bücher für meinen Neffe und weil er lernt ja zu lesen im Moment, ja, und ich kaufe auch Bildungsbücher, so weil er ja so er lernt so das Alphabet und neue Wörter und so weiter, so. Und Bildungsspielen auch, ja, so dass er neue Wörter und so weiter lernen kann. Und ja, ich kaufe Kleidung für meine Nichte und ja, sie wächst sehr schnell, ja, so ich kaufe so etwas vielleicht jede sechs Wochen für meine Nichte und meine Neffe. So. Für mich kaufe ich nicht sehr viel, weil ich gern spare. Und ich spare regelmäßig, ja, monatlich spare ich. Und ich spare für viele Dinge, ja, ich spare für ein neues Haus, für Urlaub und Reisen, ja, und ich, vielleicht in ein paar Jahren werde ich ein neues Auto kaufen, ja, so, nicht neu, aber etwas moderner, so ein Auto, das nicht, kein Benzin oder sowas benutzt, ja, etwas umweltfreundlicher. So, weil ich ja so viel Kilometer normalerweise fahre, wäre es besser, wenn ich etwas umweltfreundlicher habe. So, ja, im nächsten 5 Jahren oder 4 Jahren müsste ich ja so etwas neuer kaufen. So, das wäre besser für die Umwelt. Und im Laufe der Zeit würde ich sagen, dass mein Umgang mit der Geld nicht besonders verändert hat. Ich bin immer sparsam gewesen und ich glaube, dass ich immer unabhängig von anderen Leuten sein sollte. Ich habe meinen ersten Job bekommen, als ich 14 Jahre alt war. Und seit
diese Zeit habe ich immer für mich bezahlt. Ja? Also, was ich will, dann kann ich kaufen. Ja? Man muss unabhängig sein, ja? Nicht die Eltern fürs Geld ja, fragen und so weiter. So. Ja, das war für mich immer sehr wichtig, mein eigenes Geld zu haben. So, ja. Und ja, so, das war's. Okay, vielen Dank, dass du das mit uns geteilt hast. Das waren Shonas Ideen und Gedanken zum Thema Geld. Hat dir das Video gefallen? Dann hinterlass uns doch gerne einen Daumen hoch und erzähl uns doch auch darüber, wie du Geld verwendest. Dafür sind die Kommentare da. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Tschüss!